Jo, willkommen zurück mit Let's Play mit Fugal und dem Spiel Black Sails, das Geisterschiff. Ja, das letzte Mal haben wir uns noch das Lederband zusammengeschneidert, ein paar Sachen gefunden, Gürtel, ja, hier ein Bildspiegel im Rahmen, wo wir nicht wissen, was es ist, aber was soll's, wir gehen mal weiter. Wir wissen ja, das müssen wir unten, ich kann nicht mal laufen, wo bin ich denn? Ah, hier bin ich. Ja, komm, laufen Sie schon. Ja, wo war das nochmal? Das war hier drüben. Dann gehen wir hier runter. Immer noch diese düstere Musik. Ab in die Messe. Jawohl, da sind wir wieder. Kommen Sie runter, meine werte Dame. Da haben wir zusammengezimmert, das ganze Zeug. Sieht aus wie ein Krankenzimmer. Ja. Vielleicht finde ich da drin Medizin für Lex. Aber die Kisten versperren den Weg. Ich muss sie irgendwie entfernen. Ja, das haben wir schon herausgefunden das letzte Mal mit dem Kran. Aber da müssen wir erst den Kran in funktionierendem Zustand bringen. Hey. Na. Ach, komm schon, Mädel. Komisch. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Ah, da hast du recht. Jetzt komm her. Und so. Lederriemen. Der Riemen überträgt die Kraft auf die andere Walze. Ich fürchte, ich brauche noch einen zweiten Riemen. Ja. Beide Riemen sind befestigt. Wir sind ja erfinderisch. Ich sollte gleich ausprobieren, ob sie nun funktioniert. Okay. Probieren wir die ganze Scheiße mal aus hier, ne? Hehe, rauf! Jawohl, hier. Zur Brücke. Seil hochziehen. Ups! Der Haken, mit dem das Rettungsboot am Kran hing, hat sich in einer Luke verfangen. Der Kran könnte aber sicher auch ohne den Haken noch nützlich sein. Verflixt. Nützt aber nichts, glaube ich. So, wir hatten doch da mal eine Oh nee, wo bin ich jetzt hier? Wir hatten doch da mal eine Zwischenluke. Mal gucken, ob wir da den Haken wieder herbekommen. Das Ganze ein bisschen düster halten hier, ne? So, da. Wartungsschacht. Der Schacht führt nach unten in die Messe des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Ja. Nö. Nö. Verflixt. Okay, weg. Gehen wir in die Messe runter. Vielleicht haben wir da dann was. Oder sollen wir schon mal hier hinten nachschauen wieder? Eine Schranktüre. Die Türen dieses Metallschrankes sind komplett verrostet. Ja. Ich glaube, Bettwärmer wird hier uns auch nicht viel helfen. Nö. Na? Das ist nicht der Zweck eines Bettwärmers. Ja, ist okay. Also, Uhrwerk. Ja, wir haben das Zahnrad, aber wir müssen das ja irgendwie da in die Lücke tun, was ja vorher nicht ging. Das Zahnrad hält nicht einfach so von allein. Ich bräuchte noch Schrauben, um es zu befestigen. Als könnte man das da einbauen. Ja. Okay, gehen wir erstmal weiter, ja. Komm her. Okidoki. Da lang. Jetzt hab ich mich verlaufen. Was wollte ich tun? Ich wollte eigentlich die Messe runter. Oh! Ja, so ist man verpeilt. Mhm.
So, zum Glück lädt das schnell. Ja, bam, 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 bam. Und ab mit dem Messer. Jetzt ist das Seil nämlich unten. Wo ist es denn? Ich hab's doch runtergelassen. Ah, verflixt. Ja, hier haben wir Schiffsladung. Hopp, hopp. Nein, warten Sie hier. Ach so, da haben wir noch die Pumpe. Ein kleiner, sehr kurzer Metall, das ist nicht der Zweck eines Bergwerks. Ja. Wir brauchen da einen kleinen Stift, um ihn da rein zu pfeffern. Aber frag mich nicht, welchen Stift oder was für ein Stift. Ich weiß es nicht. Kann man da ein bisschen mehr machen? Mal gucken hier. So, Seilführung nach hinten. Der Kran blockiert. Sieht so aus, als könnte ich den Kran nur nach hinten bewegen, wenn das Seil hochgezogen ist. Ach so. Entschuldigung. So, oben ist er schon mal. Und jetzt nach hinten. Knarzt ein bisschen, wenn ihr mich fragt. Was haben wir da? Kran nach links. Was passiert denn da? Nix, ne? Okay, das hilft uns aber nicht viel. Na, kommen Sie zurück. Ja. machen wir jetzt mal nach unten. Vielleicht können wir da in einen anderen Abschnitt. Na, hilft uns auch nicht viel weiter. Verflixt. Okay, da gucken wir mal, was wir anders hinbekommen. Oder kommen wir da eigentlich noch hoch? Jetzt eine Kajüte. Durch den heißen Dampfstrahl sollte ich besser nicht durchlaufen. Aber wenn ich richtig liege, führt diese Tür zu demselben Raum, den ich von der anderen Seite des Schiffes aus sehen kann, gegenüber dem des Arztes. Müssen wir den Dampfstrahl ja ausmachen? Okay, gucken wir mal, was wir hier machen können. Wo bleibst du jetzt hin? Der Kran ist an der richtigen Position, um die Ladung zu heben, nur ist das Seil nicht lang genug. Ja, okay, machen wir erstmal das mit dem Dampfgedönse hier. Hoppala, jetzt habe ich noch auf das Mikro Rohre. Eine Lötstelle. Irgendwie müssen wir es zumachen. An dieser Stelle wurde das Rohr notdürftig geflickt. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Eigentlich schon. Irgendwie. Oder sehe ich das falsch? Na? Also mit der Pumpe können wir noch nichts machen. Mit der Bodenluke. Im Rumpf des Schiffes hat sich Wasser angesammelt. Ach, nö. So, wir bekommen so eine Lötstelle zusammen hier. Schnur drum, fertig. Damit ich das Handlock benutzen kann, benötige ich eine Öffnung zum Meer. Dankeschön. Können wir kein Dämmmaterial nutzen? Ich glaube es nicht. Okay, müssen wir wahrscheinlich irgendwo erst anders weitermachen. Dann gucken wir mal, was wir alles noch machen können. Irgendwie müssen wir noch Zeugs zusammen knoten hier. Was haben wir denn hier noch alles? Oh ne, da war doch das. Hier ist nur die Türe. Da kommen wir jetzt. Oh, sehen wir jetzt was? Der Schacht führt nach oben in die Messe des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Nun ist das Seil lang genug, um den Boden zu erreichen. Das dachte ich mir schon. Haben wir sonst noch was? Nö. Gut, aber jetzt mit den anderen Sachen. Was kann man dir machen? Darüber. So. Da, die Luke geht durch die Schiffswand.
Sie ist sehr verrostet. Auch wenn sie offen wäre, würde man direkt im Wasser landen. Ja, das wäre das Ziel, oder nicht? Oder irgendwie. Naja, gehen wir doch mal hier rein. Was finden wir hier noch alles? Ein Buch. Können wir hier noch was mitnehmen? Da sind vermoderte Laken und Kittel drin. Ja, Flasche. Sie ist beschriftet. Äther von Kindern fernhalten. Die Flasche ist offen. Das Gas hat sich längst verflüchtigt. So, wieder auf. Eine Passage aus Moby Dick. Viele Stunden lag ich wach und fühlte mich übel. Sogar schlechter noch als während der schlimmen Geschehnisse, die mich später ereilen sollten. Schließlich fiel ich wohl in einen unruhigen Schlaf, einen Albtraum. Als ich daraus erwachte, noch halb im Traume, öffnete ich meine Augen und der vormals sonnendurchflutete Raum war von gänzlicher Dunkelheit ergriffen. Okidoki. Bild eines Skelettes. Ein anatomisch korrektes Abbild eines Skeletts. Oh. Gibt's sonst noch was? Nee. Da oben. Eine Zierlampe. Diese Zierlampe ist viel zu unhandlich. Außerdem ist es ja bereits hell im Schiff. Ja. Mods. Ich glaube, hier können wir nichts mehr grob. Kann man es mit dem machen? In diese alte Emailleschüssel tropft ab und zu Wasser. Man kann das Rost, der Spiegel ist zersprungen, aber noch hält das Glas zusammen. Ja? Oh, da hauen wir nochmal drauf hier. Das ist nicht der Zweck eines Bettwagens. Ja. Ich behalte es lieber. Das passt da nicht. Okay. Dann gehen wir mal weiter, ja. So, Bild haben wir auch gesehen schon. Das ist ja da, wo wir nicht reinkommen. Das haben wir schon alles gelesen. Müssen wir gleich mal zurück. Achso, müssen wir gleich mal zurück zu unserem Kollegen, ja? Wer weiß? Pfefferkörner! Pfefferkörner, die aus einer der Kisten herausgefallen sind. Ja, schön. Nehmen wir nicht zu Lex. Wir nehmen wir hier hinten hin. Ach so. Wir haben ja das Teil offen. Kann man das herauswerfen? Wenn ich das Lok aus dem Fenster werfe, ohne die Zeit messen zu können, bin ich kein Stück weiter. Aha. Tja. Also, das heißt, das Lok wäre schon mal richtig dort. Junge, kannst du Zeit lesen? Und? Hast du schon was gefunden? So. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Ich glaube nicht, dass du hier was Nützliches finden wirst. Du musst dich in den anderen Teilen des Schiffes umsehen. Okidoki. Mr. Besserwisser. Dann gucken wir uns doch mal um. So. Na, laufen Sie schon. Ich weiß einfach nicht, dass man mehr machen kann. Die Sachen kann man es nicht mitnehmen. Es gibt hier nichts, was kombinieren. Ich abdichten oder das sind nur Kartenstücke. Das frische Wasser sollte ich lieber nicht verschwenden. Genau, weiter. Wir haben ja auch immer diesen wunderschönen Raum mit... Da hinten ist er. Das ist eine Bimmel. So. Was machen wir denn? Kurbel. Es passiert nichts. Die Uhr scheint nicht zu funktionieren. Ach nö. Schranktür. Kann man irgendwas machen? Die Türen dieses Metallschrankes sind komplett verrostet. Aber irgendwas muss doch möglich sein hier. Was steht da? Da haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Mein Volkert, nie schreibst du deiner alten Mutter. Ja, das ist die alte Mutter, ja. Skizze, von was? Eine Skizze des Uhrwerks. Schön. Kann da eine Pfanne das irgendwie? Das ist nicht der Zweck eines Bettwärmers. Das ist nicht der Zweck eines Bettwärmers. Na, kommt. Ach, verflixt. So, Notizen.
Da sind einige Notizen von mir drin, die ich in einen Zeitungsartikel einarbeiten wollte. Schön. Das sind nur Kartenstücke. Tja, was könnte man denn noch alles machen? Kann man da irgendwie... Das ist nicht der Zweck eines Bettwärmers. Ja, vielleicht hat es ja da irgendwas drin. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Leute, merkt man, dass ich das Spiel blind spiele? Ja, ja. Verflixt. Da gibt's auch nichts mehr. Gehen wir nochmal in die Messe runter. Irgendwas muss doch hier sein, wo wir durch können. Und abdichten. Na? Ja, die Kette ist jetzt da. Dankeschön. Das hätten wir schon mal. Ja, 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 ja. Wo ist der Haken? Perfekt. Das Seil ist jetzt lang genug. Das stimmt, aber mir fehlt doch immer noch ein Haken. Oh. Komm schon, Mädel. Laufen Sie. Was gibt es hier alles noch zu nehmen? Nix. Komisch. Ah, ja, ja, die Rohre. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Dieser Tank scheint Öl zu beinhalten. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen. Nee. Der Bettwärmer ist nicht dazu geeignet, Öl zu fassen. Kohle wäre sinnvoller. Kohle? Bettwärmer? Kohle, Feuer, etc.? Kranseil? Die Kette ist jetzt mit der Ladung verbunden. So kann ich die Ladung heben. Okay, okay. Ich glaube, jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter. Jawohl. Nur ein bisschen rumprobieren und dann geht das. Einfach mal hochziehen, bitte. Okay. Ja, dann gucken wir mal, ja. Dun, dun, dun. Eine verzogene Tür. Oh mein Gott. Der Schrei kam aus dem Raum hinter dieser Tür. Was zum Henker war das? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen. Was ist das für ein seltsames Leuchten? Ich fühle mich so schwach. Ah, die Wirkung des Mittels lässt nach. Kannst du mich hören? Wo bin ich? Sprich, wenn du gefragt wirst, Kleine. Du bist auf hoher See, kein Land weit und breit. Meine Eltern, ich, wo? Du fragst als erstes nach deinen Eltern? Das ist schon fast überraschend. Wer sind sie? Wo bin ich? Ich bin Dr. Eduardo Juarez. Nenn mich einfach Doktor. Ich bin schon gespannt darauf zu sehen, wie es in deinem Kopf aussieht. Was? Lassen Sie mich in Frieden. Ich will wieder nach Hause. Das geht nicht. Du wirst nie wieder nach Hause können. Lassen Sie mich in Ruhe. Bitte. Das kann ich nicht tun. Warum? Wer sind Sie? Ich sehe später wieder nach dir. Wir beide werden noch eine lange, lange Zeit miteinander verbringen. Irgendwie ist es jetzt komisch. Wer ist dieses Mädchen? Und was mache ich hier? Hallo, Kleine. Ich wollte dich mal mit eigenen Augen sehen. Mein Name ist Cesar. Und du heißt Fiona? Was für ein lieblicher Name. Und du bist wirklich wunderschön. Du hast wunderschönes Haar. Hey. So hübsch. Ich komme später wieder, wenn meine Schicht zu Ende ist. Dann werde ich wieder nach dir sehen. Was? Komm hierher. Schnell. Was? Hier hinter der Wand. Was geht ab? Irgendwie hat das jetzt eine Kehrtwendung genommen. Das ist mir doch ein bisschen überrascht hier. Ja, ich kann dich nicht sehen, wo bist du und wer? Ja, aber wisst ihr was?
Bei dieser Kehrtwendung machen wir doch einen Cliffhanger und das nächste sehen wir beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschö mit euch.